Ja, schönen guten Tag allerseits zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es schaut unschwer danach aus, dass wir in einem Fußballstadion sind, oder? Was ist denn Zeit? Wir sind im Ernst-Happel-Stadion. Aus einem guten Grund, wir treffen heute, oder ich treffe heute, den Teamchef, den ÖFB-Teamchef Marcel Koller zu einem Exklusiv-Interview nach der erfolgreichen EM-Quali. Ich bin schon sehr gespannt. Eigentlich wollte ich hier unten ein Walk the Line machen. Auf dem Rasen dürfen wir nicht. Wir sind da oben in der ersten Skybox, wo der ORF normalerweise immer ist bei seinen Übertragungen. Dort wird das Interview stattfinden mit Marcel Koller. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Wir bauen jetzt gerade da drinnen alles auf. Ich werde euch das alles zeigen und mitfilmen. So schaut's aus. Nina, bitte. Nina. Nina, achso, bist du noch immer? Ha? Alles vorbereitet, es gibt so ein Making-of auch noch natürlich. Und das Schaumagazin macht auch einen Bericht über das ganze Ding. Mittelkreis, hat er gesagt. Mittelkreis soll man gehen. Du musst rein, ich bin der König der Welt, sowas wie bei Titanic machen. Ja. Steh nicht da drauf, warte, ich hau die alle. So schaut's aus. Das ist so, so schaut das aus unserer Perspektive aus. Da sitzt er irgendwie drinnen. Ein armer Hund eigentlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist mit dir da drauf. Geht das weg. Gehen wir mal weg, ha? Waffe. Ich hab schon mitbekommen, der Marco, der ist dein Lied. Du magst das, du sagst schon was am meisten, gell? So ein Fotoshooting, oder? Eine Runde zu zweit ohne Kamera, okay? Nächste Runde. Herrlich, wie dunkel der Herr Heidvogel aussieht. Er ist viel schöner, als wenn man wirklich sieht. So! Das ist der Fotograf. Das ist der, der sagt, wie wir es machen sollen. Und das ist die, die nur am Handy spielt. Ich muss euch jetzt gerade. Filmst du? Ja. Ich muss euch jetzt posten. Posten. Wir werden gepostet. Sehr schön, das Ganze ist für das Schaumagazin. Und ja, jetzt gehen wir da wieder rein. Ups. Jetzt geht's ein bisschen rein. Das ist richtig warm drinnen mittlerweile. Mein Akku ist gleich leer. Der Victor ist da. Carlo ist da, Steffen ist auch da, er ist auch da. Was denn? Wo ist dein Problem? Ich film einfach. Film du, ich film auch. Der Flo ist auch da. So, Happel-Stadion. Olé, olé. So, wir sind jetzt fertig mit dem Interview. Marcel Koller ist auch noch da, der Teamchef. Ja, schöne Grüße aus dem Happel-Stadion. Ich hoffe, dass ihr dann im November gegen die Schweiz alle mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Wunderbar. Und das werden wir auch machen. Also im November im Stadion Österreich gegen die Schweiz. Hoffentlich kriegen wir das, wir Österreicher. Wird ein bisschen schwer für den Herrn Koller werden, so vom Herzen her, halb, halb. Alles Gute dabei. Danke. Danke fürs Interview. Okay. Nochmal Handshake auch mit aufnehmen. Alles Gute. Danke. Danke schön. So, das war jetzt das große Interview mit dem Teamchef, mit Marcel Koller. War interessant. War lang, war interessant. Der Victor haut sich einmal durchs Bild. Du möchtest auch dabei sein. Victor, magst du irgendwas sagen? Sag schnell was, Mama. Hallo Mama. Kameramann, ein Kameramann. Ja. Dann haben wir da noch den Raffi, den kennen wir auch alle, noch von heißen Ligasachen. Raffi, magst du auch was sagen? Ja, das Nationalteam ist ein großer, großer Team. Das ist so dumm. Ja, war interessant, war lang, oder? Wie lang war das? 23 Minuten oder so irgendwas, gell? 23 Minuten. Aber er gibt auch sehr lange Antworten. Das ist für einen Journalisten ist es richtig angenehm, diesen Mann zu interviewen, weil er einfach. Wir werden Gott sei Dank Flo nicht so oft reden hören, weil der Herr Marcel Koller sehr, sehr viel geredet hat. Wir werden Victor bald nicht mehr gehen sehen, weil ihm der Flo einfach seinen Knöchel runiert. Juckt mich nicht. Das ganze Interview übrigens dann auf SchauTV zu sehen, im SchauTV Sport. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's dann ab zur Vienna. Die spielt auch bei dem Sauwetter. Es regnet in Wien. Richtig brutal noch dazu. Servus. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Auch ganz logisch. Und abonnieren, falls es euch gefallen hat. Servus. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es gibt in Kürze
gleich das nächste Video von mir zu sehen. Zum einen ist es ein Walk the Line mit Gary Noel von der Vienna. Ich war ja nach diesem Interview mit Marcel Koller noch bei der Vienna am Sportplatz, habe dort natürlich auch mitgefilmt, aber das kommt ein bisschen später, denn Champions League steht wieder an. Am Dienstag und am Mittwoch wird ja wieder Champions League gespielt und dafür habe ich mir gedacht, machen wir zuerst einmal den Champions League Stammtisch wieder mal, weil das haben wir ja letztes Mal habe ich ausgelassen. Da war irgendwie ganz komisch, keine Ahnung, sehr viel Stress. Aber diesmal gibt es ihn wieder, aber auch in etwas abgeschwächter oder anderer Form. Wir werden nicht über die ganzen Spiele reden, sondern ich werde mit zwei YouTubern Videos aufnehmen. Wir spielen nämlich FIFA 16, ja, irgendeine Partie, die wir auslosen von den Champions League Partien. Also da einfach mal abonnieren den Kanal und ihr seht dann nachher zu 100% auch eine Benachrichtigung in eurem Feed, dass wieder ein neues Video online ist. Würde mich freuen, wenn ihr das macht und es gibt ein FIFA-Video. Vielleicht auch bald schon mit dir für den nächsten Champions League Stammtisch. Alles ist möglich.